Was geht ab, Fitnessfreunde? Ich bin Fitness-Oskar und bezüglich der immer brisanter werdenden Mikronährstoffgeschichte auf YouTube möchte ich euch heute ein Beispiel für eine mikronährstoffreiche Mahlzeit liefern. Ob ihr dann Mikronährstoffergänzungsprodukte zu euch nimmt oder nicht, das könnt ihr dann immer noch selbst entscheiden. Ich empfehle ja immer so 5 Gramm Gemüse pro Kilogramm Körpergewicht zu sich zu nehmen, beziehungsweise Obst oder Gemüse und oder Gemüse. Und es gibt aber auch Tage, da hat man echt Hunger. Und um viel Hunger mit wenig Kalorien zu bewältigen, kann man eben halt am liebsten Gemüse essen, am besten Gemüse essen. Und danach Obst. Obst hat ein bisschen mehr Kalorien als Gemüse, weil das Fruchtzucker enthält. Aber wenn ihr echt Hunger habt, aber keine Kalorien mehr essen könnt oder nicht mehr so viele, dann empfehle ich Gemüse und dann auch natürlich mehr als diese 5 empfohlenen von mir, als die von mir empfohlenen 5 Gramm. So esse ich heute. Schaut mal hier, ich habe hier Kaisergemüse, 200 Gramm. Das sind Karotten, Blumenkohl und Brokkoli. Dann werde ich noch 2 Spitzpaprikas essen. Dann werde ich eine Zucchini essen. Habe heute nicht mehr so viel Kalorien offen, aber richtig Hunger. Werde ich eine Tomate essen und ein bisschen Knoblauch. Und wie viel haben wir hier? Über 700 Gramm. Ja, bei der Paprika kommt das noch weg, die Schale, das Ende von der Zucchini kommt noch weg. Sagen wir 700 Gramm. Das heißt, ich werde mir mit einer Mahlzeit 700 Gramm verschiedenstes Gemüse reinziehen. Und ist es gesund? Ja, natürlich ist es gesund. Macht es satt? Ja, es macht satt. Werdet ihr davon dick? Nein, ihr werdet nicht davon dick. Also, ihr macht nichts falsch. Ihr macht alles richtig, wenn ihr euch hier sowas zubereitet. Ich werde das mit 5 Gramm Olivenöl in der Pfanne schön anbraten und dann noch geil würzen. Und ich habe eine kalorienarme, gesunde, richtig geile Mahlzeit. Schaut mal an, das sieht so geil aus. Ich freue mich so sehr, das zu essen. Ich habe sogar noch eine Zwiebel dazu genommen, also noch mehr Gemüse. Und diese Empfehlung von mir, 5 Gramm Gemüse pro Kilogramm Körpergewicht, ist wirklich nur die Mindestempfehlung. Das ist wirklich nur für Gemüsehasser, für Leute, die überhaupt nicht auf Gemüse stehen. Aber versucht es wirklich. Ich liebe sowas zu kochen, frisch zubereiten. Ich freue mich darauf, das zu essen. Versucht es mal, euch so eine geile Gemüsepfanne zu machen, mit ein bisschen Olivenöl hier, geilen Gewürzen. Holt euch Gewürze, experimentiert, probiert Sachen aus. Okay, das Ganze ist fertig. Ich habe hier jetzt noch ein bisschen Aceto Balsamico hereingetan, Oregano, Majoran, Basilikum, Rosmarin, Steakpfeffer und Salz. Und es schmeckt wirklich sehr gut. Ihr müsst außerdem vielleicht noch, so wie ich das mache, ein bisschen Ananas essen, eine Nektarine, Weintrauben, eine Banane und zum Beispiel ein bisschen Wassermelone. Und dann könnt ihr eigentlich nichts falsch machen, dann werdet ihr euren Mikronährstoffbedarf für den Tag abdecken. So mache ich das immer. Eine große Gemüsemahlzeit und eine große Obstmahlzeit. Dann kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen.